Space. The final frontier. So. 5 Junghunde, 3 Althunde, 8er Team. Gucken wir mal, was rauskommt. Hey Susan, da ist sie schon. Susan. Fucci! Bencho! Jetzt geht es noch ungesittet raus und später wird gesittet dann rausgegangen in 3-4 Monaten. Gell? Schwarz wird gemobbt. Ist mal so. Ein Schwarzer bei 20 Hellen oder ein Heller bei 20 Schwarzen. So, wir machen das immer ungeschnitten. Wir weitgehend ungeschnitten. Weil das andere sind alles Fake News, was auf FPC. Nuts. 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 Nuts.
Watcha! 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 Hunde sind noch ziemlich jung. Sehr jung. Benjo. 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 So, so weit, so gut. Zieh die Tore auf und dann kommen die natürlich in den Trieb. Alleine kannst du das nicht ganz so kontrollieren. Wenn man zu zweit wäre, könnte ich das komplett auch abstellen. Ist kein Thema, aber alleine ist schwierig. Lassen wir das mal so zuerst mal, wie es jetzt ist. So, machen wir ein bisschen Pause. Warum? Da vorne geht es ein bisschen bergab, will ich abfahren. Und dann sollen sie sehr gut im Trieb stehen. Im Moment arbeiten wir im Triebstaubereich, was dann später natürlich nicht so ist hier. Also Triebstaubereich, alter Begriff. Normalerweise sagt man Motivationsräume, wo der Motivationszustand dann unglaublich hoch ist in diesem Motivationsraum. Des Neuanfangs, so ist es hier in der neuen Hundesprache. Aber es ist absolut hier uninteressant. Triebstau ist Triebstau, das weiß jeder und da kann jeder was anfangen hier. Die stauen sich jetzt hier, wie man sieht hier. Und alles andere ist zu viel Worte. Alles Uschikram, Hunde-Uschikram, die keine Ahnung haben. Das ist auch ein Indiz hier, wenn die 30 Kilometer gelaufen sind, nehmen immer nichts an. Schön ruhig, so war. Herr Berlis. So, kommen die hoch natürlich jetzt. Als junge Hunde, aufpassen. Das ist schlecht da vorne, müssen wir nacharbeiten. Das geht nicht, die will eine andere Position nehmen. Natürlich Druck drauf auf den Füller.
guck mal sie mal an. Sind sie knapp 2 Kilometer jetzt gelaufen. Hunde tun was. Die tun was. Man sieht es, dass die was tun. Der Hund läuft 50 Kilometer im Galopp auf Schnee. Der ist bei 2 Kilometer jetzt, wie der zieht, ja, sind die schon hier am Anschlag hier. Er. Es ist ein Hund, der überhaupt gar nicht aufhört zu galoppieren auf Schnee. Man muss aufpassen, bei diesen Hundetypen muss man selbst sich zurücknehmen. Wer glaubt hier auf Dreck hier fahren zu können, vor allem wenn es noch dann warm wird, auf Zug, ja, der hat bereits gelost, das sind Loser. Das sind Loser im Kopf, Loser am Hund hier und Loser auf Rennen. Und auch so, durch die Bank weg hier. So, jetzt fahren wir noch die letzten paar Meter ohne Motorunterstützung. Also die laufen nicht gegen den Motor an, sondern die laufen jetzt hier nur noch gegen das ATV an, im Leerlauf, ohne dass man was sagt, damit die auch diese Zugbelastung dann, ist eine bisschen andere Zugbelastung, will ich jetzt nicht erklären, dann auch kennenlernen. So macht man das. Aufpassen, okay. Hier lauft Trainer. Und schon sind wir bei 400 Kilo, bei 25, 26 km/h angekommen. Bei den Junghunden. Okay, echt? Fein. Gänge rein, doppelt gesichert, weil wenn die loslaufen, dann geht der Quad hier einfach hier durch die Wand. So, machen wir das Tor zu hinten. Jetzt legen wir Ziel, Nachziel. Wer zu viel lobt, lobt falsch. Aber wenn man lobt, lobt man von Herzen. Oh. Wässern, verschiedene Supplements auch drin, damit sie nicht irgendwo in den Unterzucker oder in ein Magnesium-Defizit reinrauschen oder. Wird jetzt schon hier erarbeitet. Wir legen Ziel nach Ziel. Aber das nützt natürlich alles nichts, ja. Wenn man alles weiß, wenn man einfach Hunde hat, ja, die aus Obstwürfen kommen, aus irgendwelchen illegalen Zuchten, aus irgendwelchen hier dubiosen Kanälen, die nichts können. Da nützt alles Wissen nichts. Wenn du den Hund nicht hast, ja, wenn du den Hund nicht hast, der es wirklich bringt, dann kannst du noch so viel wissen, da bist du zweiter Sieger. Beziehungsweise hier, das ist dann wirklich hier bleiben. Es ist wirklich dann tragisch dann für diesen Menschen. Komm. Und darum sage ich immer, guck, dass er gescheite Hunde kriegt, hier herkriegt. Komm her. So, jetzt lauf. Jetzt lauf. Jetzt lauf! Ziel nach Ziel! Jetzt lauf! Und natürlich erst die Junghunde, ist ja logisch, oder? So. Jetzt lauf! Sonst werden die beeindruckt vielleicht von Althunden und es ist blöd. Lass mal die ein bisschen. Zuerst mal anknabbern, hä? Ha? Ihr zwei Süßen, so, bleiben.
guter Galoppsprung. So, jetzt lauf. Ah, da sieht man was, hä? Da ist noch Druck auf dem Füller. Räume eng machen. Ist alles bekannt. Die ganzen Sachen sind bekannt. Man braucht da nicht aggressiv oder zu frusten, weil es nicht im Netz steht. Nur wenn man natürlich nicht den Hund hat, dann ist man eben hinten dran und hadert mit seinem Schicksal. Kauft euch gescheite Hunde. Einfach gute Hunde kaufen. Und die haben natürlich einen Preis. Da muss man mal richtig hier in den vierstelligen Betrag reingehen. Nach oben. Nicht am Anfang. Ende des vierstelligen Betrags, dann kriegt er gescheite Hunde. Wo kommen wir denn da hin hier? Unser eins sitzt sich 30 Jahre den Arsch platt und guckt hier, dass man gescheite Hunde kriegt, ja. Und dann wollen sie alles haben. Alles. Für 5,80 Euro. Das geht nicht, Männer. So funktioniert das Spiel nicht. So. Mutter, von rechts, ihr Sohn. Mit dir habe ich jetzt einen Aufpass gemacht. Guck dir den Sohn da an, von der Frequenz. Wahnsinn. So geht der 50 Kilometer. Hier wieder Triebstau, hochkommen lassen, ausschnaufen lassen. Eigentlich, wenn man es richtig machen will, bei 3 Minuten hat sich der Muskel hier zu 99% erholt. Bei allen Menschen gehen wir davon aus, dass beim Hund ähnlich ist. Ja, kommen die automatisch hoch dann. Gang raus hier. Ruhig. Hier ein riesen Kuh da vorne hier. Wann der Lied läuft, mal sehen, wann der einbricht dann auf Schnee. Wenn seine Grenzen erreicht sind, das ist wichtig. Vorher geht er nicht. Aufpassen! Okay! Sofort angaloppiert, so ist das richtig. Voller Druck hier. Da guckt man genau hin. Kann man was sehen hier, was der Hund wegpult hier mit 10 Monaten schon. Da ist Druck drauf, auf dem Füller. Nochmal zu der Hündin. Das sieht man mal, das waren 2 Kilometer, 2,5 Kilometer knapp. Mehr fahre ich auch im Moment nicht hier. Was da, was die abdrückt hinten in Wiel. Da geht es richtig zur Sache. Das ist gefährlich. Da muss man wirklich für einen Hund mitdenken. Derjenige, der nicht mitdenken kann, der hat ein Problem. Weil er keine Hunde mehr hat danach, wenn er so einen guten Hund hätte. So, wieder genau dieselbe Sache wieder. Hinten wieder Ziel nach Ziel legen. Als erstes wieder den Junghund ausgespannt. Und dann geht es dann weiter. Und dann ist schon wieder das Programm bis jetzt hier beendet. Und es geht eben wieder erst hier Nachmittag dann weiter. In Einzelausbildung, so ist es. Da geht es jeden Tag Schlag auf Schlag auf Schlag. 365 Tage im Jahr. 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, fast 40 Jahre jetzt, jeden Tag am Hund. Also, ihr wisst Bescheid.